So, von Köln über Erfurt, Leipzig, hier in der A9. Da muss es sein, das Melt-Festival. Ganz herzlich willkommen zum WDR Rockpalast. Heute sind wir beim Melt Festival. Das ist ein ganz besonderes Ereignis. Zwei Tage lang spielen hier in der Nähe von Dessau 84 Bands und da sind einige Highlights dabei. Die Pet Shop Boys, einziges Festival, was sie jemals in Deutschland gespielt haben. Heute sind sie hier. Mia sind dabei, We Are Scientists, Deichkind. And You Will Know Us by the Trail of Dead, um nur ein paar zu nennen. Hier seht ihr die Highlights. Viel Spaß. Was war dein erster Eindruck, als du hier auf dieses Festivalgelände gefahren bist? I'll say what, we've just done about maybe 15 festivals. Wir haben vielleicht 15 Festivals in diesem Sommer gespielt und keines ist wie dieses. Es ist wunderschön. Diese ganzen alten Bagger, das ist wirklich toll. Als wir hier reinfuhren, habe ich das Fenster aufgemacht und rausgeguckt und dachte nur, was ist das denn? Aber auch das Drumherum hier ist einzigartig, die Gegend und der See natürlich. So etwas sieht man nicht jeden Tag. Control your life to a transport.
Was wirklich klasse ist, dass wir im Vorprogramm der Rolling Stones spielen werden. Es ist scheinbar so verrückt, dass Luke gerade eine Saite gerissen ist. Nein, es ist echt eine tolle Sache, vor den Rolling Stones zu spielen. That's fucking cool. So did you meet also Hast du Mick Jagger auch schon getroffen? Nein, noch nicht. Ich habe sie in Mailand spielen sehen, weil wir gleichzeitig dort waren und Interviews gaben. Ich habe mir einen Auftritt angesehen und nachher wurden wir zur Party nach dem Konzert eingeladen. Und obwohl wir bei der gleichen Plattenfirma sind, hatte ich keine Chance, auch nur in die Nähe von den Musikern zu kommen, weil sie eben die Rolling Stones sind. Aber was sie geboten haben, das war großartig. Eine der besten Shows, die ich je gesehen habe. Ja, und dabei hatte ich gar nicht so große Erwartungen, weil sie nun mal schon etwas älter sind. Ich bin sogar nach vorne gegangen und habe gerufen, Keith, guck mich an, wie ein kleiner Schuljunge. In Feropolis, der Stadt aus Stahl, und das sind zwei Macher vom Intro-Magazin und natürlich halt auch von diesem Festival. Stefan, du organisierst das Melt-Festival seit 3 Jahren, es gibt es aber schon seit 9 Jahren. Wie seid ihr dazu gekommen? Also wir haben im Intro das immer schon medial sehr intensiv begleitet. Also ich betreue auch Medienpartnerschaften im Intro-Verlag und die kamen damals auf uns zu, ob wir mit dem Festival gerade präsentieren wollen, und das war eigentlich genauso unsere Wellenlinie musikalisch, weil es eben so auch wie das Intro selbst so ein Mix war zwischen Indie und Elektro, aber immer mit so einem gewissen Anspruch und nicht nur die Riesennamen, sondern eben ein sehr interessantes, ansprechendes Line-Up. Und da waren wir sofort Feuer und Flamme und haben das immer sehr groß präsentiert. Thomas, du bist Chefredakteur vom Intro-Magazin und als Musikjournalist für dich, was macht dieses Festival aus? Also ist es wirklich das Line-Up, ist es die Umgebung, was zeichnet es aus? Ich glaube, hier kommt halt alles zusammen bei diesem Festival. Erstens ist es landschaftlich eine ganz, ganz tolle Nummer. Also man bemerkt ja, wie die Leute hier zum Zelt näher kommen, früher teilweise anreisen, ein paar Tage da sind, dann auch den ganzen Tag draußen mit Baden und so weiter verbringen, hier rankommen und dann halt die Stilvielfalt haben. Einfach das, was wir natürlich beim Intro dann auch immer im Heft versuchen umzusetzen. Dieses Indie trifft Elektronik, Hip-Hop ist noch teilweise mit drin. Jetzt gut, hier jetzt nicht im ganz Großen, aber schon auch vertreten mit so Sachen wie den Streets und so weiter. Ja, ich glaube, das ist für die Leute einfach ein reizvolles Wochenende, wo sie alle ihre Lieblingsbands sehen können und trotzdem auch noch so den Mehrwert von Sommer haben. Yeah.
Jetzt sieht er gut aus. Chris und Keith von We Are Scientists aus New York kommen sie den weiten Weg hierhin zum Melt Festival 2006 und haben ihren Auftritt gerade eben noch bei Tageslicht beendet. Jetzt haben wir es uns ein bisschen gemütlich gemacht. How was the show? Wie war es für euch, heute hier bei Tageslicht zu spielen? Es war exzellent, hat ja auch etwas Gutes, wenn du tagsüber spielst, dann kannst du wenigstens dein Instrument sehen, während du spielst. Und jetzt sind wir mal ehrlich, ich kann nicht besonders gut Gitarre spielen und versuche immer auf meine Hände zu starren. Meistens habe ich mein Instrument auch immer ganz hoch geschnallt, damit ich besser sehen kann, was ich mache. Da es heute aber noch hell war, konnte ich die Gitarre weit unten tragen, obwohl ich auch zugeben muss, dass ich nicht besonders gut sehen kann. Eigentlich kann ich nur bis zu einem halben Meter weit sehen. Vor einiger Zeit hatten wir dieses Ding dabei, was Keith über seinen Augen tragen musste, so eine Art Paraskop. Es ging so nach unten und zeigte auf seine Gitarre. So konnte er dann auf seine Finger sehen und immer noch vortäuschen, als ob er das Publikum anschaut, obwohl er diese großen, runden Dinger vor den Augen hatte. Augenkontakt war so natürlich nicht möglich, aber wenigstens schaute sein Kopf in die Richtung der Menge. Make my escape, tell myself that everything's a shake, but
Was zeichnet für dich dieses Festival aus in dieser Umgebung? Es ist schon die Idee, die beste Musik aus den verschiedensten Geschmacksrichtungen zusammenzutun, sich einfach überhaupt nicht irritieren zu lassen, sondern dem eigenen Geschmack zu folgen. Und das war auch die Idee der Gründer von Ferropolis, die gesagt haben, wir sind der Meinung, diese großen Geräte, diese Ingenieurskunst soll hier erhalten bleiben. Man hat sich jahrelang nicht irritieren lassen, jetzt steht es da und jetzt gibt dieses Festival der Idee von Ferropolis auch recht. Und auf der Bühne hören wir jetzt schon Tomte und deren Konzert hören wir jetzt. Da ist nicht mehr viel Platz. Sie spielen in Grevenheim bei Mel 2007. Carrie sagt, das ist doch voll derbe, da stehen alte Braunkohlebagger rum. Ich hab noch ein bisschen Platz auf meinem Rücken. Setz die Nadel an. Der Song heißt New York, er bedeutet mir sehr viel, wie auch ihr. Ich habe einen Sturm, wie viel Todes mir geht, wo ein Kuss auf
Stille und Tag für die Stunden. Man fühlt sich als wir haben man nie mehr erfunden. Ich will dich treffen, wo es am schönsten war. Ich will dich treffen in 10.000 Jahren. Idyllischer kann es eigentlich nicht sein. Mitten in der Industrieromantik am See gelegen sitze ich mit Thees Ullmann von Tomte und ihr spielt heute Abend auch zum zweiten Mal schon beim Melt Festival. Welche Beziehung hast du zu diesem Festival? Es wird ja von Intro-Leuten veranstaltet und das ist halt eine Zeitschrift, für die habe ich früher geschrieben und kenne halt ganz viele Leute, würde auch Leute aus der Redaktion als meine Freunde bezeichnen und sowas. Und was mir halt durch den Kopf geht, ein Freund von mir, Rocco Klein, ist fast einem Jahr oder anderthalb Jahren gestorben und das war eins der ersten MTV-Interviews, was er hier mit uns geführt hat. Wir waren natürlich aufgeregt und wollten so rockmäßig rüberkommen, sind aber ziemlich gescheitert. Aber er hat das alles nonchalant durch dieses Interview getragen und hat uns trotzdem gut aussehen lassen. Das sind meine Gedanken, die ich da hege. Ich mein guter Junge, heute mache ich mich.
und Telefone mit meiner Sprache, die niemand spricht. Und seit ein paar Wochen erdrückt dich ein Gewicht. Du hast so bitterlich geweint, 2 Meter von mir entfernt. Du hast gesagt, dass die Sonne scheint für den, der sie nicht mehr begeht. Ich sag, die Sonne scheint so oder so. Die Wolken entscheiden, ob du sie siehst. Man könnte sagen, dass man das stärker liebt, was man seltener sieht. Und du flehst im Telefon mir zum Himmel direkt daran. Für ein Pass du die Himmel in einem Medio gehört. Und ich habe es genossen. Ich weiß, wann es begann. Und ich weiß, warum ich stehe. Und ich weiß, warum ich hier stehe. Du trotz, was für ein wunderschönes Wort. Und da, wo ich vor dir kniete, was für ein schöner Ort. Denn es bedeutet nichts anderes, dass man mit allem kämpft auf der ganzen Welt. Nur um einmal hier zu stehen, an einem Ort, an dem einem alles gefällt. Und du flehst im Telefon mit so Himmel direkt daran. Ein passionierter Mensch in einem Medium gehört. Und ich habe es genossen. Ich weiß, wann es begann. Und ich weiß, warum ich stehe. Und ich weiß, warum ich hier stand. Das Publikum. Also es ist halt super, dass ich mich da ins Publikum stellen kann, werde nicht angesabbeln, kann einfach die Bands gucken. Das finde ich schon mal 1A, ehrlich gesagt. Ist auch nicht schlimm, wenn das mal jemand macht und sowas, aber auf jeden Fall bin ich den Leuten hier so egal, dass ich halt nicht angesabbelt werde. Das genieße ich schon sehr, muss ich sagen. Und sonst ist es halt immer schön zu sehen, wie die Leute sich so zurecht machen. Die Girls ziehen sich irgendwas an, was sie bei Topshop in London gekauft haben, weil es das bei H&M nicht gibt, damit das nicht auffällt. Und die Jungs suchen sich dann Spezial 1972 USA Frauen-Wrestling-T-Shirt aus, damit sie cool rüberkommen. Das gucke ich mir gerne an. Das bringt mir Spaß, wenn Leute sich Mühe geben, gut auszusehen. Und diese Mischung jetzt mit der elektronischen Musik, ist das, was dich auch interessiert? Oder guckst du wirklich dir lieber dann noch die Gitarrenbands an? Ich gucke mir aufgrund meines persönlichen Geschmacks echt leider einfach nur Gitarrenbands an. Ich empfinde das auch als Manko in meinem Gehirn, aber es ist immer noch so, dass mich einfach nur Gitarrenmusik interessiert. Hereinspaziert zum Tanz der Moleküle!
zusammen sind. Glaubt ihr daran? Bricht das Eis mit dem Schritt, der jedes Atmen zum Wagnis macht. Halt mich fest mit Gefühl, es ist so schön, wenn du lachst. Schon zum dritten Mal hier spielen. Mieze, seid ihr Fans des Melt-Festivals? Wir sind bekennende Melt-Fans. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Was nicht zuletzt mit dieser skurrilen Umgebung zu tun hat. Wir haben, wisst ihr übrigens, dass wir Bilder vom Melt und genau von dieser Ecke hier bei unserem Sonnevideo drin haben. Also es ist schon, du siehst, das Melt hat uns im Nachhinein auch noch beeindruckt. Es ist sogar so, dass Bob, du warst hier so auch mal privat, ohne dass wir gespielt haben, ne? Ja, wir sind zum dritten Mal hier und zum fünften Mal besuche ich dieses Festival. Warum? Warum? Na, weiß wirklich, also es hat viel mit der Kulisse zu tun. Für mich als Allergiker ist gerade ein bisschen doof, weil wir nur in dem einzigen Rasengebiet stehen, was hier so ist. Aber es ist halt ein Betonplatz-Festival, finde ich auch mal ganz toll. Kann ich durchweg genießen. We'll be right back.
Trail of Dead sind bei Melt 2006 mit ihrem einzigen Festivalauftritt in Deutschland und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Why did you choose? Warum habt ihr euch das Melt Festival ausgesucht? Wir arbeiten momentan mit Hochdruck an unserem neuen Album. Deshalb wollen wir jetzt noch nicht so viel touren. Zuerst müssen wir das Album fertig machen und dann kommen wir zurück. Es ist richtig cool hier, sehr industriell. Nachts ist das hier bestimmt eine tolle Spielwiese. Eine Spielwiese für Erwachsene, wo sexuelle Handlungen und drogenbeeinflusste Orgien stattfinden. Und darauf freust du dich also? Na klar, werde ich dabei sein? Hast du Angst, wenn du an die Zukunft denkst? Ja, natürlich. Ich spreche die ganze Zeit von nichts anderem. Wir leben momentan an einem kritischen Punkt für die Menschheit. Es gab schon lange keine weltübergreifenden Sorgen mehr, aber nun kommen sie auf uns zu. Die Klimaerwärmung, die Situation am Mittleren Osten, das ist eine einzige Katastrophe. Also, wir machen Party, bevor wir alle verrecken und sterben.
Festivalpublikum, sind das ganz besondere Menschen oder ist es ein Publikum wie jedes andere für dich? Oh, es müssen besondere Menschen sein, also die quasi für die Musik, ja, so ein Wochenende draußen verbringen und es sich gut gehen lassen und so. Also man hat das auch bei dem Publikum merkt heute, also dass das so, das ist eine spezielle Form von Euphorie, die sich da vermittelt. Weitergehen, gebt endlich auf.
Angepassten. Das Geld vibriert und taucht den Genschütz. Diktiert ein freier Markt das Leben, 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 Leben. Die Medien helfen ihm beim Dummsein. Ein starker Staat hilft ihm beim Stummsein. Die Leute wollen unter sich sein und gehen dafür über Leichen, 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 Leichen. Ihr habt immer nur Berg gesehen. Es wird immer so weitergehen. Gebt den Weg auf. Es ist vorbei. Ihr habt alles falsch gemacht. Habt ihr nie drüber nachgedacht? Gebt den Weg auf. Es ist vorbei. Ich seh die Leute in den Straßen, die Diktatur der Angepassten. Millionen sind durch sie gestorben. Sie lassen Hunger, Folter, Morden, 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 Morden. Sie vergiften alle Flüsse, die Luft, den Boden und die Meere. Und tun so, als ob nichts wäre. Ich hab genug von ihnen. Lügen, 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 Lügen. Ihr habt immer nur Berg gesehen. Es wird immer so weitergehen. Gebt endlich auf. Es ist vorbei. Ihr habt alles falsch gemacht. Habt ihr nie drüber nachgedacht? Steht endlich auf. Es ist vorbei. Wir haben alles falsch gemacht. Steht endlich auf. Imagination.
It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you. When I get home, it's late at night, I pour a drink and watch the fight. Turn off the TV, look in a book, pick up the phone, fix some food. Maybe I'll sit up all night and day, waiting for the minute I hear you say. I could leave you, say goodbye, or I could love you if I tried. And I could, and left to my own devices, I probably would. Come on, baby, say goodbye. I could love him if I tried, and I could, and left to my own devices, I probably would.
Zum ersten Mal in ihrer über 20-jährigen Karriere spielen die Pet Shop Boys bei einem deutschen Festival und ich freue mich sehr, dass sie jetzt bei uns sind. Thanks for being here and it's the first time in your 20-year-long career that you're gonna play. Warum habt ihr euch dazu entschieden, dieses Festival zu spielen? I think it chose us. Ich glaube, es hat sich uns ausgesucht. Unser Eindruck ist, dass viele Festivals in Deutschland sehr rockorientiert sind, wie Rock am Ring. Vorher gab es für uns einfach noch kein Festival, welches zu uns passte. Es ist schon etwas Besonderes für uns, jetzt hier zu sein. Wie gefällt euch die Atmosphäre hier in dieser tollen Umgebung? Es ist großartig, sehr industriell. Es sieht wirklich erstaunlich aus. Lustigerweise haben wir im Mai in Newcastle die Musik zum Soundtrack von Battleship Potemkin in einem Hafen gespielt. Und das hier erinnert uns sehr daran. Was? Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Du machst eine Party, die weg von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Remi-Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Remi-Demi. Krawall und Remi-Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Remi-Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Remi-Demi. Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer, Glitzer. Habt ihr nix zu fressen hier? Ich will Pizza. Meine Mutter hat gesagt, trag nicht so viel Dreck rein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Ebschel. Nein! Komm schon! Yippie, yippie, yeah, Krawall und Remi-Demi. Yeah, 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 yeah. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Remi-Demi. Krawall und Remi-Demi, Alter. Wir tanzen auf den Tischen, die Stimmung ist beschissen. Ich will nackt sein, im Pool kann man sich erfrischen. Die Boxen von deinem Vater nimm ich mit in die Sauna. Ich mach einen Aufguss mit der Hausbar und dann dreh ich lauter. Das Lied, das heute für dich bezahlt. Wow, wow,
Eis am Bukerschuss. Das ist guter Schuss, da schießt das Blut in Kopf. Wir sind prall und überkommen. Scheiß drauf, ob was los ist. Wir haben das Problem. Natürlich, Digga, logisch. Denn wir feiern chronisch. Zeit von den Digga, alle nehmen wir was. Ich nehme euch, jenseits wir nehmen euch. Ich hab Bock auf Kopf, wenn ich ohne Bier. Ey, sind sie echte Silikon? Ich hab wirklich frei gebrochen. Wow, wow, Bitch, was trinken, aber hast kein Geld, ne? Wow, wow, ist nicht so gut, wenn man schon bestellt, ne? Wow, wow, du hast Glück, dass ich das heute für dich bezahle. Wow, wow, Digga, step zur Seite, komm, ich mach das klar. Alle sagen, was ist los? Ist die gleiche, das ist groß. Komm mit der Tresen, ich bezahl, wenn du blank bist, ist mir das egal. Für Bezahlung gibt's kein Brot. Frag mal mich und meine Jungs. Immer schön beschoben und alle sind immer schön auf Pump. Auf Pump, Pump, ne? Auf Pump, Pump, ne? Auf Pump, Pump, ne? Auf Pump. Auf Pump, auf der Whisky-Bus auf weg. Ich träume
Okay, Leute, ihr müsst von der Bühne, die Bühne bricht sonst zusammen.